Hallo, lieber Fisch. Wir wollen mal einen Kurztrip in deine Liebe machen. Das sind Kollektivlegungen. Können nicht auf jeden zutreffen. Kannst dich auch auf der Seite deines Gegenübers wiederfinden. Zeit ist fließend und ja, wenn du dich nicht angesprochen fühlst, ist das nicht deins. Über ein Abo und Like würde ich mich auch freuen. Genauso wie über das Teilen dieses Kanals. Dann wollen wir mal starten für den Fisch in der Liebe. Das soll reichen. Haben wir dich, den Fische. Finde deine Mitte. Also irgendwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Was haben wir denn da noch Schönes? Was haben wir denn da noch Schönes? Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. So viel. Zwillinge, suche den Austausch. Aber nicht mal so, mal so. Aber wir haben ja auch den Witter. Überleg dir genau, was du willst. Setz Pioniergeist ein, wie du vorangehen möchtest. Nicht dauernd die Meinung wechseln. Deine Entscheidung. Ne? Du entscheidest das. Niemand sonst. Nur du entscheidest das. So. Befrei deine Herzkraft. Ne? Das soll bald klappen und es geht gut voran. Wenn du dir überlegst, was du willst. Kein Hin und Her. Der Kreislauf und der Skorpion. Der Kreislauf und der Skorpion. Die 8. Etwas beenden. Hier haben wir auch die 10. Realisier den Erfolg. Ein erfolgreicher Abschluss. Das heißt, irgendwas hinter sich lassen. Jetzt wird es rund. Mit der 12, die Quersumme ist 3. Da haben wir wieder den Zwilling. Na, überleg dir, was du willst. Kein Hin und Her. Dann gucken wir mal. Für den Fische in der Liebe. Worum geht's da? Aufregende Dates. Treffen mit Freunden. Guten Wissens und Gewissen, guten Glauben. Aufregende Dates. Fängt doch gut an. Für den Fischer in der Liebe. Ja, Nachrichten. Gute Nachrichten. Da. Aber hier haben wir wieder den Zwilling. Also dieses Hin und Her. Mal so, mal so. Wechselhaft. Wechselhaft in dem, was man sagt. Für den Fischer in der Liebe. Und schaut. Ja. Und schaut. Also das heißt so, das, was mir gut tut, mache ich. Das klingt auch gut. Der Richtungswechsel, da haben wir wieder den Zwilling. Das ist immer so der Meinungswechsel. Ne? Ich sage heute das, mach morgen aber das.
Der Richtungswechsel. So, die Zukunft, die Klarheit. Dann mal die männliche Energie. Der schaut in die Sterne. Der schaut in die Sterne. Ja, was sind das denn für Sterne? Da, dieses Hin und Her. Da haben wir euch als Paar. Die Klarheit, also dieses Labyrinth spricht ja auch wieder dafür, dass man dauernd seine Meinung ändert. Man macht irgendwas aus und dann kommt vielleicht was dazwischen und dann ändert man ja den ganzen Plan und ja. Morgen ist dann wieder alles anders. Nicht meinungsstabil. Da, das sind diese kurzen glücklichen Zufälle, die da immer wieder mal kommen. Man hat da eine Verabredung oder man plant etwas. Und dann schmeißt man seine Meinung um. Ne? Dann schmeißt man seine Meinung wieder um. Für den Fische bitte in der Liebe. Da haben wir ja hier der erfolgreiche Abschluss. Das geht ja, glaube ich, ganz schön auf den Keks. Da fehlt ja die Struktur irgendwie. Ja, was haben wir denn da noch? Für den Fische in der Liebe. Jetzt haben wir wieder die männliche Energie. Da. Da haben wir wieder die männliche Energie. Der ist ja ziemlich instabil. Der ist ziemlich instabil in seinen Meinungen. Ja? Obwohl ihr glücklich seid. Da. Ihr seid glücklich, also das auch schon länger. Ne? Ja, dann wollen wir mal gucken, wie geht das dann da für den Fischer in der Liebe weiter? Ja, das Fundament. Komplizierter, langer Weg da. Was haben wir denn da noch? Den Fußboden. So. Die weibliche Energie. Ne? Die schaut doch auf sich. Ja. Und da haben wir wieder das Treffen mit den Freunden. Alte Freundschaften, da viele Leute, wir hatten ja eben da die männliche Energie, da der innere Mangel, also ein von euch beiden geht das auf den Sack, da sind so viele Leute, man plant was zu zweit und dann kommt da irgendwas zwischen, da, das das ist, nervt seelisch, das nagt an der Seele. Das geht einen wirklich auf den Wecker. So, das ist kompliziert, glücklich zu werden. Ja, das ist kompliziert, glücklich zu werden. Für den Fischer in der Liebe, bitte. So, habe ich ja schon wieder den Hinweis auf eine weibliche Energie, die da vielleicht auch mitredet. Mama, Schwiegermama. Vielleicht ist die auch sehr präsent bei euch. Schwester, Tante, die da Vorschriften macht auch. Das nervt einfach. Ja. Das nervt einfach.
für den Fische in der Liebe, bitte. Da ist die Harmonie. Ja. Da haben wir hier, da ist der Familienfrieden doch gestört. Ja. Also der männlichen Energie geht das ziemlich auf den Wecker. Der hat da keine Lust mehr zu. Der möchte, glaube ich, mehr Zeit zu zweit. Ja. Ohne Schwiegermama. Da haben wir wieder das Haus, ja. Der möchte am liebsten weglaufen von zu Hause. Das ist ihm zu viel. So. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ja. Was machen wir denn da? Also die Liebe ist ja da. Da. Da hält man auch dran fest, eine feste Liebe. Aber das sind so diese festen Verabredungen, die man macht. Ne? Und diese Kurzfristigkeit, da macht man sich dann falsche Hoffnung. Also man verabredet sich fest, man plant was. Da, dann kommt irgendwie ja, ein kurzer glücklicher Zufall dazwischen. Und dann ist man wieder enttäuscht. Und da schaut auch die weibliche Energie rein. Ja. Da haben wir wieder die männliche Energie. Wo schaut die rein? Da. Das ist ja die Liebe. Ne? Und die Familie. Die Liebe und die Familie. Ne? Der wünscht sich auch mehr Intimität, dieser Mann. Ja. Der wünscht sich einfach mehr Intimität. Tja. Tja, das arbeitet in ihm. Der ist da auch irgendwie im Mangel. Also was eure Sexualität angeht. Dem fehlt da was. Tja. Das nach vorne gehen. Da haben wir wieder die männliche Energie. Da, die Bindung. Ja, gibt immer wieder hier für ihn Unklarheiten, Unverständnis, Zweifel, Diskussionen, Streitigkeiten in eurer Bindung. Das sind zu viele Leute, zu viel Familie, zu viel Freunde, ewig die Bude voll. Der wünscht sich einfach mehr Zweisamkeit, ja, hier, mit Sicherheit. Ja, was machen wir denn da? Ja, her, eine Entscheidung. Da soll eine Entscheidung her. Eine Grenze. Okay. Für Fische in der Liebe, bitte. Dann haben wir die weibliche Hauptperson. Wo schaut die rein? In die Gemeinschaft, da. Die Family. Familie, Freunde. Und er. Okay. Ja. Eine Karte ist ganz runtergefahren. Mal gucken, ob ich sie wieder finde. Ja. Dann hätten wir gerne aber trotzdem noch eine Karte dazu. Also der männliche Partner, der sagt da nichts zu. Das passiert innerlich. Na, und da haben wir hier du und er und die Gemeinschaft, die ganzen Leute, die dazwischen sind, da, die sich da einmischen, die gute Ratschläge geben, ne? Die, ja. Ja, dann haben wir wieder die Entscheidung, die man nicht treffen mag. Man mag ja auch niemanden vom Kopf stoßen, ne? Aber
Man beschäftigt sich schon, das alles unter den Hut zu bringen. Aber das, ja, man verzweifelt, man ist nicht glücklich. Ja, die Armut. Da fehlt einfach Zweisamkeit. Ja, Zweisamkeit fehlt da. Die Erwartung. Ja. So. Die Erwartung. Da wird auch von der Familie, also ne, viel erwartet. Wir hatten hier den guten Herr, sein guter Ehemann, seine gute Ehefrau. Da wird auch geschaut in der Familie, ob das alles so läuft. Also die sind da irgendwie, die rücken euch da voll auf die Pelle. Ne? Und hier haben wir die falsche Person. Ne? Also das Schwiegermonster vielleicht. Die Erwartung, ja. Und die Veränderung. Lange Zeit, also der lange Weg. Die ist schon lange bei euch, zwischen euch. Und die guckt auch, also wenn du was nicht richtig machst oder wenn ihr was nicht richtig macht, dann fängt die auch an zu sprechen, ne? Und gibt gute Ratschläge, die man nicht haben möchte. Da das Liebesglück. Beunruhigende Nachrichten, ja. Das ist für eure Zweisamkeit. Das sind keine guten Nachrichten. Ne? Ihr habt gar keine Chance zu zweit. Auf Zweisamkeit, auf Intimität, auf Planung, Gemeinsamkeiten, gemeinsame Unternehmungen, weil man da so in Beschlag genommen wird. Na, wir hatten ja auch die trüben Gedanken. Ja. Was ist denn der Ratschlag da für Fische in der Liebe? Was dürfen wir dann da weitergeben? Ja, der Glaube. Die Öffentlichkeit. Ja, das sind auch Traditionen. Da. Neuanfang. Neues Leben. Ja. Baby. Ein Baby soll da auch kommen. Da soll auch noch ein Baby kommen. Also vielleicht seid ihr da auch noch in Erwartung oder in anderen Umständen. Und ja. Oder ihr bekommt kein Baby, weil Schwiegermama immer zu Hause ist und ihr keine Zeit habt, eins zu machen. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber jetzt mal Butter bei den Fischen hier. Worum geht es denn noch, bitte? So, das Handreichen in der Partnerschaft. Ja. Ja. Damit die männliche Energie, ne? Der hat schon gar keine Lust mehr, da Energien reinzustecken, weil die Bude immer voll ist. Na, der bemüht sich da auch nicht mehr so. Dem geht das auf den Sack. Dem geht das einfach auf den Sack. Da, lange Zeit schon. Dem fehlt was im Leben. Nämlich die Zweisamkeit. Das ist so gar nicht möglich. Ja, da haben wir Klarheit in der Zukunft. Da, das große Glück. Die Fortbewegung in der Öffentlichkeit, ja, das ist der Tipp. Hier. Fahrt doch einfach mal in Urlaub, ihr beiden. Ernsthaft. Lasst mal die Tradition, die Familie, ne, zu Hause, schaltet euer Handy aus. Macht ihr beide mal was alleine und dann klappt das im Urlaub vielleicht auch mit dem Baby. Und wenn er dann wiederkommt, ja, manchmal muss man die Tür auch mal zulassen. Auch für die Familie. Eine Beziehung führt man nämlich zu zweit.